Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir keinen neuen Skin, nur eine neue Lackierung. Und ich würde sagen, beginne ich hier mit dem Omen-Skin. Dazu haben wir noch die Orakelhacke. Als nächstes haben wir dann hier das Pizza-Pilz-Set, einmal mit dem Tomatenkopf-Skin. Da hat man auch noch einen zweiten Stil mit Krone, den man mit den Challengers freischalten kann. Ich glaube, die Challengers sind nicht allzu schwierig. Der zweite Stil sieht so aus. Dann haben wir dazu den Nachtroller-Spitzhacke, den Extra-Käse-Gleiter und dann die Axeron-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann hier noch den Mecha-Anführer-Skin in Standard und in Metall-Look. Ich finde, der Metall-Look sieht eigentlich auch ganz nice aus. Hat auch ein integriertes Emote, nämlich aufgeladene Kampfkunst. Das heißt, das kann man nur machen, wenn man den Skin hat. Und dann haben wir die Kombo-Klingen dazu und die Mecha-Team-Lackierung. Als nächstes ist hier die Brandungsreiterin. Dann der Birdie Skin. Dann haben wir die neue Lackierung Dynamisches Feuer. Die ist animiert. Das heißt, mit jedem Schuss wechselt die immer die Farbe hier. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und die hat sogar dabei immer noch so eine leichte Animation, die im Prinzip mit dem Schießen dann schneller geht. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes einfach einhändig, passend zu dem Mecha-Skin. Und dann haben wir den Golfschläger und Jazzhände. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.